YouTube-Werbung für dein Musikvideo. Was sind die besten Strategien, die dir helfen, dein Musikvideo mit Werbung zu vermarkten? In diesem Video möchte ich dir als Künstler, als Newcomer, als Artist einfach zeigen, wie du auf dein Musikvideo maximal mehr Reichweite bekommst und das mit Hilfe von YouTube-Werbung. YouTube-Werbung ist ein wunderbares Tool, das dir helfen kann, deine Community, deine Zielgruppe perfekt zu erreichen und somit deine Musik an neue Fans heranzubringen. Wenn du also YouTube-Werbung noch nicht nutzt, dann pass in diesem Video auf. Ich werde dir die fünf besten Strategien mitgeben, die du nutzen kannst für dein Musikvideo. Fangen wir direkt an. Strategie Nummer 1 ist die sogenannte Reichweitenmaximierungsstrategie. Diese Strategie hat vor allem eins als Ziel. Wenn du maximal viele Aufrufe auf dein YouTube-Video generieren kannst, dann kannst du das mit YouTube-Werbung machen. Somit kannst du aus deinem Budget das maximal rausholen und vor allem eins generieren: YouTube-Aufrufe. So haben wir bei uns beispielsweise schon mit einem Werbebudget von ungefähr bis zu 500 Euro über 100.000 Aufrufe generiert. Das ist nämlich ein ganz grober Messwert, und wenn deine Musik, dein Video sogar professionell und gut produziert ist, kann man diese 100.000 Aufrufe auch schon mit 300 Euro erreichen. Also, das sind so einfach Rahmen, wo du dir vorstellen kannst, was du erreichen kannst. Also, maximale Reichweite. Die zweite Strategie, die ich dir empfehlen kann, ist, wenn du auch deine Community binden willst und sammeln willst in Form von Abonnenten. Also, das ist die sogenannte Abonnentenstrategie. Ja, du sammelst also explizit auf YouTube Abonnenten und so schaffst du es sehr, sehr schnell als Newcomer auf die ersten 1000, auf die 10.000, 20.000 Abonnenten zu kommen und so sehr schnell eine Community aufzubauen, die auch bleibt und die auch für deine nächsten Videos am Start ist. Die dritte Strategie ist die sogenannte Engagement-Strategie. Und die Engagement-Strategie maximiert, wie das Wort schon sagt, deine Interaktion auf deinem Video. Also Kommentare, Likes, auch Abonnenten. Und hier kannst du dafür sorgen, dass eben unter deinem Video die Leute aktiv sind, dass sie darauf reagieren, kommentieren. All das kann man mit YouTube-Werbung einstellen. YouTube-Werbung, kurzer Input, ist letztendlich nichts anderes als über Google Ads Werbung zu schalten auf YouTube, sodass Leute direkt auf YouTube selbst deine Werbung zu sehen bekommen. Und das Grandiose hier ist, dass du deine Zielgruppe so gut auswählen kannst, dass du am Ende des Tages zum Beispiel sagen kannst, hey, mein Musikvideo soll von dem Musikvideo von Künstler XY kommen. So erreichst du natürlich zum perfekten Zeitraum die perfekte Zielgruppe und überzeugst sie im richtigen Moment von deiner Musik. Also ein geniales Tool. Wenn du das noch nicht nutzt, dann solltest du dich auf jeden Fall damit beschäftigen. Wenn du willst, dass du direkt auch professionell das Ganze angehst, ohne Umwege zu gehen und direkt die besten Strategien umzusetzen, dann lass uns gerne mal sprechen. Wir helfen dir gerne dabei. Wenn du unten auf den Link klickst, machen wir ein kostenloses Erstgespräch und wir sprechen darüber, wie wir YouTube-Werbung und auch ganz viele andere Strategien für dich umsetzen können. Kommen wir zur vierten YouTube-Werbungsstrategie, und das ist nämlich die Local Fanbase Strategie. Die Local Fanbase Strategie hilft dir, in einem Gebiet, in einer Region eine Fanbase zu stärken. Ja, also hier geht es vor allem darum, aus deinem Budget möglichst viele Leute in deiner Region aufmerksam zu machen. Das ist vor allem dann gut, wenn du beispielsweise eine Tour, ein Konzert, ein Event geplant hast und du willst, dass diese Leute, die dein YouTube-Video sehen, auch nachher auf dein Event kommen. Oder eben die Leute auf dem Event sind, sollen deinen Song kennen und den auch mitsingen können. Dann ist die Local Fanbase Strategie sehr gut geeignet. Und wir kommen zur fünften, zu meiner Meinung nach genialsten Strategie. Und zwar gibt es sogar die Möglichkeit, dass du Gatekeeper der Branche erreichst. Also die sogenannte Gatekeeper Strategie hilft dir, direkt dein Musikvideo an die richtigen Player im Musikbusiness auszuspielen. Und hierfür musst du eine Sache verstehen. Heutzutage reicht es nicht, dass du irgendwo an ein Label mal deinen Song schickst oder dass du einfach nur gute Musik machst, sondern du musst auch strategisch Reichweite aufbauen können und somit die richtigen Leute durch Zufall erreichen. Ja, das heißt, die großen Labels, aber auch Manager, Booker oder auch Veranstalter werden meistens passiv durch dich aufmerksam, indem sie dich durch Zufall finden, also indem du viel Reichweite aufbaust und diese Leute somit erreichst. Und die Gatekeeper-Strategie mit YouTube-Werbung
hilft dir Radiopromoter, Booker, Veranstalter, Labels, Manager auf dich aufmerksam zu machen, sodass sie auf dich zukommen und mit dir kooperieren wollen. Also eine geniale Strategie, um Anfragen zu generieren und deine Musik mit deiner Musik eben die richtigen Leute zu erreichen, die dich dann auch weiter voranbringen können. Also das sind die fünf besten Strategien, die du mit YouTube-Werbung umsetzen kannst. Wenn du wissen willst, wie das genau geht, wie du das im Detail machst, kontaktiere uns gerne. Wir helfen dir gerne kostenlos weiter und sprechen dann auch darüber, wie wir da auch langfristig weiterhelfen können. Wir haben da verschiedenste Programme, aber wie gesagt, die Erstberatung ist kostenlos. Und ansonsten, wenn du auch Fragen dazu hast, schreib uns gerne einen Kommentar hier unter dem Video. Abonniere uns gerne für weitere Videos und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.